Hallo YouTuber, ich bin's der Proof und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Am Freitag, den 4. Juni, gab es ein einstündiges Star Citizen Live mit Pedro Comacho. Hier ist, was du über die Sendung wissen musst, wie immer kurz zusammengefasst, in nur 3 Minuten und 49 Sekunden. Pedro ist ein portugiesischer Komponist, der für seinen klassischen Stil mit komplexer Bedeutung bekannt ist. Er hat zahlreiche Referenzen für Videospielscores und natürlich sind wir heute wegen Star Citizen auf ihn fokussiert. In der heutigen Sendung hingen Jared und Pedro eine Stunde lang zusammen ab. Jared sagte, dass seit dem letzten Mal, als Pedro in der Sendung war, 1,1 Millionen neue Accounts erstellt wurden. Das ist eine nette Randnotiz. Hallo an alle neue Citizen. Pedro bedankt sich für die ständige Bewunderung durch die Community und ist ganz bescheiden, was seine Ergänzungen angeht. Die Musik ist genauso wichtig, um das Gefühl einer Szene zu definieren, wie die visuellen Dinge. Und wir, die Bäcker, wissen es aus erster Hand. Denn wenn wir uns Orten wie New Babbage nähern, kommen sowohl die Sicht als auch der Sound zusammen. Chris und Pedro kennen sich schon seit 2012. Pedro ist nachweislich ein großer Star Citizen Fan, was natürlich eine gute Nachricht für uns als Geldgeber ist. Er hat Wing Commander gespielt und erinnert sich daran, von dem Kickstarter gelesen zu haben, was ihn dazu veranlasste, Chris Roberts eine E-Mail mit einem einfachen Vorschlag zu schicken. Der Pitch enthielt Links zu seinen jüngsten Projekten und dieser Pitch war auch glücklicherweise erfolgreich. Chris engagierte Pedro, um die Hauptmusik und auch den Original-Werbespot für die 300er Serie zu machen. Die Leidenschaft ist in den verschiedenen individuell gestalteten Partituden zu spüren. Andere Stücke waren anfangs für den Arena Commander komponiert. Pedro sagte, dass er schon immer Sci-Fi geliebt hat und er Einflüsse aus The Last Starfighter, Star Wars, Superman und anderen Filmen als Inspiration nimmt. Er sagte, dass sein Vater, der Gamer war, Pedro in seinem Leben sehr beeinflusst hat und als er das Thema für das Rennmodul begann, wurden Teile davon stark von seinen Erinnerungen an das gemeinsame Spiel mit seinem Vater, bevor dieser starb, beeinflusst. Das A-Corp-Thema ist metrisch und präzise, weil die Stadt selbst mathematisch und präzise ist. Pedro ist der Meinung, dass aufgrund des Umfangs und der Größenordnung von Star Citizen jedes Stück mit Bedacht speziell für diesen Zweck geschaffen werden muss. Dann sprach er ein wenig darüber, wie der Tonregisseur mit dem Komponisten zusammenarbeitet, um zu definieren, was sie leicht oder schwer, entspannend oder bedrohlich einbauen wollen. Pedro kombiniert, wie er es nennt, Zutaten und kombiniert sie dann ein bisschen so, wie es ein Koch tun würde, um eine Mahlzeit zuzubereiten. Es ist ein kreativer und evolutionärer Prozess. Trompeten erzeugen große Spannung, aber er sagt, dass er sich immer bewusst ist, sie nicht zu viel zu benutzen. Denn sonst könnte der Bäcker aus dem Spiel genommen und mehr in Star Wars gedrängt werden. Einige Sounds und Stile sind bereits in anderen Spielen oder Filmen definiert, sodass es wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein und sie nach Möglichkeit nicht zu verwenden. Audio wird normalerweise nach der Kunstphase und Konstruktion gemacht, aber er hat bestätigt, dass noch keine Musik für Pyro fertiggestellt wurde. Pedro sagte, wenn man sieht, was die Entwickler schaffen, ergeben sich oft automatisch Ideen und eine einfache Richtung. Pedro benutzt Cubase, so wie ich auch, und ein sehr krasses Spec-Set an PCs. Das hätte ich auch ganz gern. Er hat mehrere Terabytes an gesampelten Orchester-Percussions und Sounds. Die Pupil-to-Planet-Demo wurde in einem sehr kurzen Zeitrahmen zusammengestellt, nur eine Woche vor der Live-Demonstration. Pedro ist Mitglied in einer lokalen Heavy-Metal-Band, auch sehr überraschend. Zum Schluss sagt er, dass der einfachste Track, den er zu komponieren hatte, das Audio für A-Corp war und der schwierigste Song bis heute der Werbespot zur Consolidated Outland Mustang war. Auf den Score für A-Corp ist er am meisten stolz, weil er das Gefühl repräsentiert. Die Sendung war ein toller Blick hinter die Kulissen mit Einblick zu einer super interessanten Person. Aber das war's mit der aktuellen Folge. Vielen Dank, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Fly safe und wir sehen uns in der Strophe, im Verse. Wenn euch mein Content gefällt, dann lasst doch ein Like und ein Follow da. Ein Follow kostet nichts, hilft jedoch meinem Kanal enorm dabei zu wachsen. Aktiviert die Glocke, damit ihr immer über neue Videos von mir informiert werdet. Ihr wollt mich live erleben? Dann schaut doch auch bei Twitch auf meinem Kanal vorbei und chattet mit mir oder fliegt gemeinsam mit mir im Verse herum. Ich freue mich auf euch. Du willst nichts mehr verpassen? Super! Dann schau auf meinen Social Media Kanälen vorbei und bleib up to date, da ich hier stets Infos zu meinen Sendezeiten und neuen Videos poste. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. See you in the Verse. Proof.